Mal sehen, wer stärker ist. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA 5. Ja Leute, machen wir weiter an der Stelle, neue Folge, neues Thema. Einige von euch hatten sich gewünscht, ich soll doch bitte mal ein bisschen Geld in eine Airline investieren, also in eine Aktie von der Airline. Und alle anderen Airlines, die zur Konkurrenz gehören, mal bitte vernichten und dann einfach mal schauen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat und so. Angeblich soll es ja so sein. Würde auch Sinn machen, dass dann die Airline, die übrig ist, dann natürlich im Kurs steigt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das Problem ist jetzt gerade, dass ich noch kein Geld investiert habe in die Aktien. Das muss ich mal eben noch machen. Wartet mal, ich lande mal eben ganz kurz. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, wenn ich immer fix das Ding absetze, oder? Dann habt ihr damit irgendein Problem. So. Komm, 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 komm. Das sieht doch gut aus. So. Man soll ja nicht mit dem Handy spielen, wenn man unterwegs ist. Deswegen habe ich jetzt mal kurz angehalten extra, damit die Polizei nichts sagen kann. Internet. Finanzen, Dienste. So, ich habe mir schon mal vorhin einen kleinen Überblick verschafft, was es an Airlines gibt. Und habe aber, also es gibt wahrscheinlich mehr, als ich jetzt gesehen habe. Auf jeden Fall gibt es hier schon mal zwei verschiedene. Und zwar einmal FlyUS. Und dann noch, wo haben wir sie? FlyUS. Und Air Emu. Ich würde einfach mal sagen, wir werden das Geld in Air Emu investieren. Große internationale Fluglinie, die den Spaß am Fliegen gründlich verdorben hat, indem sie für jede Kleinigkeit des Reiseerlebnisses Geld verlangen, von Erdnüssen bis hin zur Toilettenbenutzung. Oder wir nehmen, warte mal, gibt es auch eine lokale Airline, da wäre die Auswirkung viel größer, wenn die nur in Los Santos ist, letztendlich. Warte mal, FlyUS? Große amerikanische Fluglinie, ja, das werden alles sehr große sein. Ideal wäre natürlich eine Fluglinie, die nur in Los Santos ist, weil die Auswirkung dann krasser wäre. Aber egal, ich investiere jetzt das Geld einfach mal in Air Emu. Also kaufen. Und wir holen davon mal, machen wir mal, weiß ich nicht, 10 Millionen Dollar oder so. Passt schon. Wenn das funktionieren sollte, dann können wir ja immer noch das nochmal machen. Aber erstmal sehen, wie viel das bringt. Es geht ja eher um den Spaßfaktor, Flughafen, Airlines kaputt machen, witzig. So, ein bisschen noch. So. Ja. Passt. 12 Millionen Dollar, bestätigen. Weiter. So. Gut Leute, dann müssen wir erstmal wieder starten. Der Flughafen, der ist hier irgendwo hier im Süden. Dim, hier müssen wir hin. Ich weiß jetzt leider nicht, ob die dann gleich Alarm schlagen, wenn wir da jetzt landen. Also eigentlich haben wir einen Flugschein. Aber ich weiß nicht, vielleicht dürfen wir mit dem Flugzeug da nicht hin. So, machen wir ein Stück zurück, Taxi. Ach ja, stimmt, ich muss ja schon... Oh, ich drücke da immer die falsche Taste zum Lenken auf dem Boden, deswegen. So, los geht's. Also der Startweg ist etwas unrealistisch, aber egal. Wobei, ich meine, die Dinger sind ja auch die Teile, die immer hier vom Boot starten und so. Das sind ja auch noch, weiß ich nicht, ein paar hundert Meter oder so, wo die hoch müssen. Also vielleicht ist das gar nicht so krass. Also nach 10 Metern starten ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Vor allem, wenn die nicht irgendwie beschleunigt wären. Und ich merke gerade, unser Ding ist bald kaputt. Scheiße. Es raucht schon wieder. Na egal. Insofern müssen wir dann halt irgendwie eine Bruchlandung hinlegen. Oder wollen wir... Ich meine, vielleicht... Ich spring mal ab. Scheiße! Außer Gefecht. Jetzt hat uns die Explosion getötet, so wie es aussieht. Oh, ist das ärgerlich. Na gut, Leute. Ich kriege mir einfach mal ein Taxi und mit dem Taxi fahren wir dann zum Flughafen, okay? Ist es nicht so schlimm, dass der Düsenjet kaputt ist, by the way, weil ich habe ja zwei davon. Es wurden irgendwie zwei gespeichert. Ich weiß nicht, wieso. Aber wir haben da noch einen. Welche Taste war nochmal? Fallschirm aktivieren, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, wir sind gestorben an der Explosion. Das war das Problem. So, mal sehen, wie weit wir von dem Flughafen weg sind. Vielleicht können wir auch einfach hinfahren. Naja, komm, die Strecke fahren wir jetzt schnell. Haben wir eigentlich Raketen da? Sehr gut, weil das werden wir dann natürlich brauchen. Schon wieder so ein Delodamol. Macht aber auch Sinn, dass das vom Krankenwagen ist. So, Auto. Auto. Nehmen wir das da vorne einfach. Können auch das hier nehmen. Na egal. Ja. Dürfte die Polizei jetzt ja nicht so sehr interessieren. Sind ja gerade gut beschäftigt. Los geht's, Leute. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich kann natürlich jetzt nicht garantieren, dass ich da lange lebe oder so, weil ich gehe davon aus, wenn wir Flugzeuge kaputt machen.
dass dann irgendwann auch wieder Polizei kommt und scheiße, ich habe keine Schutzweste. Eine Schutzweste wäre wichtig. Eine Schutzweste wäre wichtig. Wo haben wir denn hier einen verdammten Waffenladen? Nur hier rechts. Das ist schlecht. Okay, Leute, ich mach's jetzt so. Ich fahre jetzt schnell zu dem Waffenladen, hol mir noch eine Schutzweste, dann hole ich mir ein Taxi, fahre zum Flughafen, werde dort speichern und dann sehen wir uns wieder. Also wir sehen uns quasi wieder, wenn ich vom Flughafen stehe. Also, bis gleich. Halt doch nicht, hier ist irgendwie eine Quest. Warte mal, die machen wir mal noch schnell. Jo, mach ich. Tränengas. Ich wollte ja gerne Granate werfen oder Haftbombe oder so. Ach, scheiß doch. Oder? Warte mal. Nee, komm. Haftbombe. Wir haben keine Haftbombe. Na, nehmen wir eine Granate. So, da wird es nicht so leicht zu werfen. So vielleicht? Na, komm, fahr rein. Oh, schade. Komm, ich spiele mir eine Runde Granatball. Wo ist jetzt das Auto? Da hinten. Oh, das war schlecht. Weg. Alter. Ich bin, muss man auch dazu sagen, sehr schlecht in Granatball. Das Spiel gibt es noch nicht so lange. Aber mal sehen, ob wir den mit Granatball irgendwie bekommen. Moment. Komm. Ja, das wird schwierig. Und die Musik dazu, Alter. So, da ist er. Komm, jetzt erwisch man. Nein, einer rollt zu mir. Scheiße, einer rollt zu mir. Weg, zurück. Wie, der lebt immer noch? Alter, das waren alles die falschen Autos. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt kommt er mir noch, oder was? Oh, nie. Ja, ich sehe noch, da hinten ist er noch. Scheiße. Das tut mir jetzt echt ein bisschen leid. So, da hinten ist er. Ja, wenn es jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich einfach die MP und gut ist. Aber mit Granatball finde ich das eigentlich witziger zu lösen, wenn wir es hinbekommen. So, hier Autobahn-Granatball. Wartet mal. Die anderen auch Lust haben mitzuspielen, ich weiß es nicht. Könnt ihr mal gucken. Wir werfen denen einfach mal einen Ball zu, wenn sie ihn zurückwerfen, dann haben sie Bock. Wieso explodieren die denn alle nicht? So, wo ist denn das Auto? Da vorne. So, wartet mal. Ich mach das einfach simpel. So, jetzt müsste da aber eigentlich explodieren. Immer noch nicht. Oh, jetzt habe ich eine Granate geworfen. Scheiße, ich habe eine Granate geworfen. Weg hier. So, jetzt sind der scheiß Granate erwiesen. Ich bräuchte Haftbomben, mit Haftbomben wäre das leichter. Trevor spielt Ostern. Wir haben den immer noch nicht erwischt, oder? Wir haben den immer noch nicht erwischt. Aber es ist einfach zu lustig, um damit jetzt aufzuhören. Alter, Arschloch. Okay, ich wechsle mal jetzt hier auf MP. Ich will es jetzt schon gerne hinbekommen. Wo kommt denn die ganze Polizei her? Was sollen die denn von mir? Ich habe nur ein bisschen Granatball gespielt. So, jetzt komm her, mein Guter. So, wir müssen irgendwie einen Reifen oder so, haben wir bestimmt schon getroffen, oder? So, jetzt habe ich ihn erwischt. Nee, habe ich noch nicht. Na komm, ein Hindern. Ping! So. Weg mit euch. Spinnt ihr? So, rein ins Auto. Eigentlich können wir ja auch nochmal ein bisschen Action machen. Ich meine, wir haben letztendlich, ja komm, wir machen nochmal Action, bis wir tot sind. Und danach, wie gesagt, gibt's einen Cut und dann stehe ich am Flughafen mit einem drum und dran, weil ich muss ja eh Waffen laden, um nochmal Raketen zu holen. Dann können wir die jetzt sowas mal ausgeben. Das Geld haben wir ja. Falsches Auto, ich weiß. Halt, ich muss erstmal die Polizei mich jetzt kümmern hier. Wait, das würde ich ungern ausgeben. Das lasse ich mal lieber da. Das will ich jetzt nicht raushauen. Das brauchen wir dann noch. Weil das wird, glaube ich, nicht resettet, wenn wir sterben. Dann muss ich dann erst wieder noch mehr Action machen. Komm, den Pilot gehen wir auch ein bisschen gleich tot. Soll vielleicht mal Deckung gehen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen spät jetzt. Na komm. Hier mal Raketenwerfer. Ein bisschen will ich noch nicht so Raketenwerfer hier was machen. Bam! Hey, das Auto ist noch ganz. Oder es sieht einfach gar nicht so aus, wenn es kaputt ist. Spinn dir! Alter. Okay, tot. Aber wir sind nur gestorben, weil Trevor ist gestolpert und die Panzerfaust ist in sein Gesicht gefallen. Deswegen sind wir jetzt gestorben, das ist der einzige Grund. So Leute, ich setze jetzt einen kleinen Cut, werde zum Waffenladen machen und so. Und wir sehen uns dann wieder, wenn ich voll ausgerüstet vom Flughafen stehe. Also, bis gleich. So Leute, da sind wir. Und Polizei ist auch schon da. What are you looking at?
Ich gehe ja schon. Also sind wir mal zu dem was sagen. Oh nein! Scheiße. Oh, okay, ich lade dann nochmal neu danach. Okay, machen noch so ein kleines Massaker vorm Flughafen. Wobei, ich kann das schon mal gucken. Vielleicht kommen wir ja rein. Können Sie mal probieren. Aber es geht natürlich besser, wenn man da nicht erst irgendwie hier Stress macht. Haben wir. Hier ist auch noch eine Trevor. So. So, jetzt sind wir schon mal auf dem Flughafengebiet. Aber ohne Scheiß, ey, wie kann man denn bitte so sensibel sein als Polizei? Gibt's doch gar nicht. So. Jetzt haben wir schon wieder 3 Sterne, solide. Wir haben nicht ein Flugzeug zerstört. Könnte eigentlich nur den Fahrer kaputt machen. Aber vielleicht sollte man besser mit dem Auto hier rumfahren. Das könnte auch sein. Mit dem Auto rumfahren und Granaten werfen, das ist vielleicht die bessere Idee. Das könnte sein. Das könnte sein. So, ich nehme jetzt mal einen Raketenwerfer. Ach nee, halt, wisst ihr was? Ich steige jetzt einfach in das Polizeiauto. Aber wartet mal davor. So. Los geht's. So. Und jetzt einfach Haftbomben und Granaten nehmen, würde ich sagen. Versuchen wir es mal mit Haftbomben. Wir müssen uns jetzt eh erstmal anschauen, was das hier für Airlines sind. Also Emu haben wir investiert. Da ist FlyUS, die wollen wir zerstören. Ja, da habe ich nicht getroffen. So. Ich weiß nicht, ob die getroffen hat. Ich zünd's einfach mal. Ja, sieht doch gut aus. So, hier haben wir, ach, ich habe Adidas erst gelesen. Adios Airlines. So. Ah, das wird auf das schon reichen. Also, das Flugzeug hebt doch nicht mehr ab, oder? Denke ich mal. Ah, hier geht mir, lass mal auf Schwein hier ein bisschen. Wartet mal, vielleicht haben wir ja Glück und erwischen was. Nee, leider nicht. Leider nicht. Jetzt haben sie auch unser Polizeiauto ein bisschen erwischt. Aber jetzt sollte ich die ganzen... Aber hier sind doch gar keine Flugzeuge mehr. Wo sind die denn alle? Vielleicht in den Hangars drin, hä? Kann auch sein. Ich hätte mir ein gepanzertes Auto holen sollen. Das ist ja schlauer gewesen. Hier ist auch kein Flugzeug drin. Aber wenn ich jetzt kein Flugzeug mehr finde, dann hat sich ja schon erledigt. Da vorne ist nur eins, das haben wir noch nicht kaputt gemacht. Das machen wir mal erstmal kaputt. Was ist denn das? Auch wieder Adidas. Also Adidas haben wir dann schon 2 kaputt gemacht dann. So. Hört mal. Oh, ihr geht mir aber echt auf Schwein hier. Nimm das. Bam. Ja, das war nichts, glaube ich. Warum treffe ich den jetzt mal? So. Muss eigentlich gesagt, jetzt darf ich es noch nicht tun, wenn ich in der Nähe bin. So, jetzt! Bam! Scheiße, jetzt bin ich hier eingekerkert. Weg hier. Mein Auto ist ein bisschen kaputt. Mein Auto ist ein bisschen kaputt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier. Komm, das geht mal hin, das geht mal hin, das geht mal hin. Da vorne ist noch ein Flugzeug. Oh. Ideal wäre es natürlich, wenn ich jetzt erstmal hier wegkommen würde, weil dann wird das ja gespeichert, dass die schon mal kaputt sind. Aber das wird nicht so leicht. So, hier haben wir noch einige. Ich fahre jetzt hier erstmal in die Ecke. So, raus mit dir. So, Raketenwerfer. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Ne, nicht Raketenwerfer. So, los geht's. Hammer. Hammer. Und jetzt einfach schnell das Auto wechseln, würde ich sagen. Jetzt haben wir keine Power mehr. Verdammt. So, was haben wir aus? Granate, Haftbombe. Weiter geht's. Oh nein, da kommt er nicht durch. Das ist doch scheiße. Okay, steig nochmal aus. Oh, das ist falsche Richtung. Jetzt muss ich mich wirklich beeilen. Okay. Ja, das probieren wir nochmal, Leute. So, Leute, eine kleine Planänderung. Ich habe mir jetzt mal schnell noch irgendein Auto geschnappt. Und wir werden jetzt mal ganz schnell das mal aufpimpen, dass das hier panzersicher ist und so weiter. Also kugelsicher. Und im Anschluss kann man dann ganz in Ruhe mit dem Auto rumcruisen, haben nicht so viel Probleme mit der Polizei und so. Also wenn die auf uns schießen. Und können dann mit Haftbomben die Flugzeuge kaputt machen. Das machen wir jetzt einfach so. Das ist, denke ich, die beste Idee. So, Panzerung, super wichtig. Bam. Aber wenn wir mal dabei sind. So. Guck mal, das ist von Geschwindigkeitsbeschleunigung gar nicht so schlecht, das Auto. So.
machen wir jetzt noch schnell schön. Markierung, Primärfarbe, matt wieder. Irgendwas, was zu Trevor passt. Wartet mal. Tja. Kein Pink? Ja, warum nicht? Limettengrün. So, es soll jetzt nicht schöner aussehen oder so. Ist egal. Ach, das Limettengrün ist gar nicht so schlecht. So. Getriebe. Dann Getriebe. Turbo. Turbo-Tuning. Felgentyp. Felgen sind mir jetzt wirklich egal. Qualm ist ihm auch egal. Aber wir müssen noch schussrichtige Reifen machen. Ne, hier ging das. So. Alles klar, das war's eigentlich schon. Ja, komm, Felgentyp, nimm mal ganz schnell irgendwas hier. Sport. ich nehme einfach die hier. So. Felgenfarbe. Das ist pottenhässlich, ich weiß. Wobei. Alter, ist das ein hässliches Auto. Naja, egal, ich lasse das jetzt einfach mal so und jetzt fahren wir mal schnell zum Flughafen. Hab ich den schon markiert, den guten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, scheiße, ist der weit weg. Na, ich fahr schnell. Das wird jetzt auch das große Finale. Also ein bisschen Ruhe vorm Finale. Aus dem Corner gleich mal gucken, wie sich das Auto fährt. Autoschrottplatz, wir werden schon wieder überfallen. Nee, das machen wir dann später. Das machen wir dann später, Leute. Und das ist ja auch immer wieder das gleiche mit dem Überfallen. Oh, das Auto lenkt sich halt kacke. Das ist das Problem. Und die Mucke nervt. So. Auf jeden Fall ist das kugelsicherer Panzer, also gepanzert und so. Und da dürften uns jetzt die Schüsse nicht mehr so viel anhaben. Das bedeutet, wir können wirklich ganz in Ruhe da rumfahren und über alle Flugzeuge, außer Fly Emo oder wie die heißen, da Haftbomben ranhauen. Eigentlich können wir die auch alle gleichzeitig dann zünden. Das wäre auch lustig. Kann sowieso mit den Haftbomben lustige Sachen, wenn ich so drüber nachdenke. Man könnte ja eigentlich 20 Stück irgendwie verteilen überall und dann alles gleichzeitig sprengen. Das wäre bestimmt auch witzig. Mal gucken, vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein. Ich wollte ja irgendwann auch mal so einen Riesenstau verursachen und dann wirklich mal so eine übelst große Kettenreaktion an Explosionen auslösen. Das machen wir noch irgendwann. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt und so, immer her damit. Einige gute waren ja schon dabei. Ich habe noch eine Liste. Aber wenn noch was Cooles dabei ist, dann immer schön in die Kommentare schreiben. Und das Problem ist, ich mache das Auto jetzt schon irgendwie komplett kaputt. Das ist nicht so clever. So. Ein hässliches Auto. Also das Limettengrün sieht gar nicht so scheiße aus. Das ist ja sogar noch cool. Das Problem sind, die Reifen passen halt nicht dazu, finde ich. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man da als Reifen nehmen sollte. Das Auto steuert sich halt super kacke. Hätte ich mir vielleicht ein besseres nehmen sollen. Aber ich hatte jetzt keine Lust, gerade ewig zu suchen. Passt schon. So, dann können wir nicht einfach hier durchfahren? Klar können wir das, oder? So, wartet mal. Ich will mal alles... Oh, scheiße, habe ich geschossen. Er hat es nicht mitbekommen. So, Haftbombe. Kann ja losgehen, ne? Ach, die lassen uns hier rein? Ach, guck an. Na, da können wir doch jetzt einfach überall... Oh, guck mal hier. Ja, das ist ein Frack auf jeden Fall. Also hier waren wir schon mal, sieht man. Und jetzt machen die auch nichts, das ist ja geil. Ne, wir haben 3 Sterne, alles klar. Wieso lassen die uns denn dann da rein? So, da hinten sind noch Flugzeuge. So, hier sind auch ganz viele. Ich darf, wie gesagt, nur nicht hier Fly Emo, wie die heißen, zerstören. Das muss ich lassen. Aber ich habe noch gar nicht rausgefunden, welche das sind. Also hier, das ist auch eher Herler. Ja, Herler, keine Ahnung wie. So, ich zünde das dann alles gleichzeitig. So, das ist wieder Adidos. Adios. So. Oh nein, habe ich nicht getroffen. Trevor, mal ein bisschen mehr Mumm hier im Wurf. So. So, sehr gut. Ich zünde das dann alles gleichzeitig, Leute. Ich glaube, das ist lustiger. Hier, Fly US, die dürfen auch zerstören. Achtung. So, muss eigentlich sitzen. Oh nein! Seh ich doch mal ein bisschen an, Trevor. Ich werfe einfach nochmal. Okay, die hat gesessen, Gott sei Dank. So, dahin haben wir wieder Adidos. Das ist auch was komplett anderes. Caipirinha. So. Das ist immer schwer einzuschätzen, weil die Flugzeuge übelst groß sind. Wie weit man da weg ist. Ey, die wollen gerade weg. Ey, das könnt ihr aber mal schön vergessen hier. Also das Große will ich erwischen. Mal sehen, ob ich es noch schaffe. So.
Achtung! Bäh! Alter! Ist das übel? Aber wir haben jetzt auch einfach mal, ich wollte eigentlich aufsparen, aber das wollte ich jetzt sehen, wie das aussieht. So, sieht immer alles gut aus. Das war eine coole Action gewesen. Aber wo sind bitte die Fly-Emo-Dinge? Das hier vielleicht? Was ist hier? Ne, das ist Kaiperinja, hä? Das ist Kaiperinja. So. Ach nein! So. Sehr gut. Was ist das hier? Das haben wir doch gerade gemacht, ne? Ja, haben wir gerade. Das ist so geil, wie die keinen Schaden machen bisher. So. Das ist auch Kaiperinja gewesen, ne? Ja. Sieht zumindest so aus. Oh, hier haben wir eine Limousine. Nehmen wir auch noch mit. Ey, das Flughafengelände ist aber auch riesig. Hier haben wir so einen kleinen Chat, der kann uns egal sein. Wir müssen ja wirklich nur die Airline-Dinger kaputt machen. Ah, jetzt haben sie schon einen Reifen kaputt. Wir sind auch noch welche. Das ist wieder Fly US. Ich dachte, die hat mir schon kaputt gemacht. Haben wir auch. Hier haben wir noch eins. Das ist noch nicht kaputt. Was soll denn das? Ey, haben wir keine mehr? Doch, wir haben noch welche. Bin ich beruhigt. Herrler. So. Krass, wie viele sind denn das noch? Und nicht einmal die Airline, wo wir die Aktien reingesteckt haben. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ist wieder Kaiperinja. Was soll das denn? So. Ich zünde jetzt erstmal, oder? Ja, ich zünde jetzt erstmal. Ah ne, komm, hier hauen wir noch ran. Das ist so Fly US, ne? Ne, Herrler. Ja, Herrler. So. So, jetzt erstmal weg hier. Und gleich zünde ich. Achtung, auf 3. 1, 2, 3. Hallo? Okay, also es sind ein paar Flugzeuge sind kaputt gegangen, aber die anderen nicht. Das ist ja scheiße. Also ist das doch keine so gute Idee gewesen. Das einzeln zum, also das aufzusparen. Das ist ja doof. Okay, das wusste ich nicht. So, das haben wir auch. Oh, jetzt. Wartet mal. Das muss ich mir ja nicht gefallen lassen. So. Ja, unser Auto ist schon ein bisschen kaputt, leider. Kann ich jetzt nicht ändern. Aber mit den Haftbomben funktioniert leider nicht so, wie ich gedacht habe, dass wirklich, dass man sich alle aufsparen kann. Aber das konnte ich ja nicht wissen. So, das auch noch. Ah, das ist kaputt. Sehr gut. Das hat nicht gereicht. Wartet mal. Muss man ein bisschen höher werfen. So. Wie? Ist das schon... Wow. Scheiße, das ist jetzt ein unverhoffter Tod gewesen. Ärgerlich. So, jetzt haben wir 3 Sterne. Ja, dann müssen wir das Auto hier nehmen. Boah, die sind bestimmt scheiße langsam, oder? Okay, damit habe ich mir jetzt keinen Gefallen getan. Kann ich mit dem Kran spielen? Nee, ne? Was haben wir denn überhaupt noch? So, wartet mal. Wechseln wir. Oh, wir haben doch noch 2 Haftbomben. Toll. Alter, das ist doch scheiße. Ich nehme jetzt Raketenwerfer. Schnauze voll. Wie jetzt? Das geht nicht kaputt, oder was? Das kann man nicht ernst meinen. Okay, keine Ahnung, ob es jetzt kaputt ist oder nicht. Also wie ich das sehe, wir haben jetzt doch so viele Flugzeuge kaputt gemacht, viel mehr kann ich doch jetzt gar nicht mehr kaputt machen. Ich sehe jetzt auch nicht mehr so viele. Hier sind halt noch ein paar. Und das ärgert mich schon wieder, dass hier noch welche sind. Mal sehen, wer stärker ist. Alter! Ich habe jetzt wirklich mit allen gerechnet, aber nicht damit. Alter! Ich hätte ja gedacht, dass uns was passiert, aber okay. Na ja, gut, Leute, ich versuche jetzt hier einfach noch ein bisschen damit irgendwie umzugehen, weiß ich nicht. Ich werde jetzt aussteigen mit dem Trevor und ich habe jetzt auch genug Flugzeuge kaputt gemacht, bin ich der Meinung. So, raus mit dir, Raketenwerfer, so. Gucken wir mal. Ah, die müssen da auch mit Raketenwerfer eigentlich kaputt gehen. Alles andere wäre irgendwie bescheuert. Oder? Die gehen nicht kaputt?
Doch, das ist kaputt gegangen. Eindeutig. Die gehen nicht kaputt, ich weiß aber nicht warum. Geht nicht kaputt. Seht ihr ja, vielleicht habe ich schon zu viele kaputt gemacht oder so. Und da hinten sind jetzt auch wieder plötzlich welche, also keine Ahnung, die respawnen anscheinend. Wir schauen dann einfach mal nach der Aktie, ob das irgendwas gebracht hat. Gleich. Ah, jetzt wartet. Nee. So. Hammer. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Deckung, das wäre besser. Hammer. Hammer. So. Moment. Wechsel mal schnell. Sitzt die? Sehr gut. Das mit dem Flugzeug war so awesome. Das ist jetzt die beste Teil von der Folge gewesen, fand ich. War einfach mal wie... Alter. So, jetzt ist es auch zersprengt. Mal sehen, ob ich noch ins Polizeiauto reinschaffe. Ich glaube ja nicht. Oder? Ja, wir schaffen es noch weg vielleicht. Okay, also wir haben jetzt hier genug zerstört. Ich versuche mal noch eine Flucht. Mal sehen, ob die mir gelingt. Ich muss jetzt hier erstmal irgendwie wegkommen. Mal sehen, ob ich es noch schaffe. Ich würde auf jeden Fall mal danach noch nach den Aktien schauen. Ideal wäre, wenn man das Flugzeug schafft. Dann hätte man eine Chance. So ist es mal. Hätte ich schon mal eher auf die Idee kommen können. Scheiße, wir müssen erst da rum. Wir müssen erst da rum und das wird uns jetzt natürlich zum Verhängnis. Schade. Und er hat das Problem ist, wenn man Y drückt und einsteigen will, in diesem Prozess geht immer die Superfähigkeit aus. Ansonsten hätten wir es jetzt geschafft. Also ich habe die nicht ausgemacht, die ist automatisch ausgegangen. Gut Leute, ne, dann gucken wir mal nach einer Aktie, ob das irgendwas gebracht hat. Wahrscheinlich wird das sich sowieso erst ein paar Tagen dann äußern. So Leute, ich guck mal nach jetzt hier, wie es mit den Aktien aussieht. Internet, Finanzen und Dienste, mein Portfolio, hier minus 8415. Ne, ich glaube einfach mal, dass es jetzt noch ein paar Tage dauert oder so, oder ein paar Stunden, bis das angekommen ist beim Aktienmarkt, dass da Trevor ein paar Flugzeuge kaputt gemacht hat. Denke ich einfach mal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr spaßige Session gewesen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Am besten fand ich dann den Kräftekampf zwischen einem Auto und dem Privatjet da, das war sehr gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch dabei seid wieder. Und wie gesagt, denkt an Vorschläge, was ich noch so machen kann. Wie ihr seht, da gibt es noch vielen lustigen Scheiß zu tun und GTA gibt da viele, viele Möglichkeiten dafür. In diesem Sinne, haut rein, tschö!